Menschen, die innerhalb von Gott
beschreiten einen Weg. Sie machen sich auf den Weg. Auf diesem Weg gibt es verschiedene Stationen. Eine Station ist immer auch die der Plage. Für uns Menschen ist es lebenswichtig, dass wir klagen dürfen. Denn Klage befreit. Es hilft, Versteinertes, Verhärtetes zu lösen, es zum Fließen zu bringen. Klage hilft, zu verwandeln und neue Lebenswege zu öffnen. So wollen auch wir unsere Klage vorbringen, ihm sagen, in Worten und in der Stille, was uns entsetzt und schmerzt, was uns zweifeln und verzweifeln lässt, was uns wütend und sprachlos macht. Gott, ich klage dir meinen Zustand. Ich rede von dir und fühle mich dennoch verlassen. Ich möchte dir vertrauen und ängstige mich dennoch. Was ist geschehen? Weißt du, was das bedeutet, dass da ein Kind, eine Schwester, ein Bruder, ein Mensch nicht mehr da ist? Verstehst du das? So vieles. Ja, manchmal habe ich das Empfinden, alles ist aus dem Rhythmus gekommen. Ich schwebe im Chaos. Das macht mir Angst und verstört mich zutiefst. So rede ich zu dir, Gott. Und weiß doch nicht, ob du mich hörst. Einsamkeit umgibt mich. Es ist so still um mich herum. Und so manches Mal reißt mich das Nichts in seinen Strudel. Ich stürze und weiß nicht wohin. Das zermürbt. Das macht müde und kraftlos. Das klage ich dir, Gott. So gerne möchte ich glauben, dass du da bist als mein Wegbegleiter. Und dennoch sehe ich so oft keinen Weg. Ich möchte glauben, dass du mir Licht zugedacht hast. Aber ich versinke in meinem dunklen Gedanken. Es ist leer in mir. Mir fehlen die Worte. So klage ich dir in der Stille mein Leid, meinen Schmerz und meine Wut. Gott, vor deine Füße werfen wir unsere Klagen und hoffen. Hoffen, dass du sie hörst. Nimm sie bei dir auf. Zeige uns einen Weg, wenn wir durch dunkle Nacht wandern müssen. Amen. In den Gesprächen ist sehr oft immer wieder Gott ein Thema für die Eltern. Dabei geht es in erster Linie darum, wo ist mein Kind jetzt? Geht es ihm gut? Werde ich es wiedersehen? Wenn ein Kind stirbt, kann man auch schon mal zweifeln. Hader mit dem Schicksal und mit Gott. Und immer wieder sind wir mit unseren Gefühlen unterwegs. Im Kopf kreisen immer wieder die Gedanken nach dem Warum. Warum mein Kind? Wer trauert, vermisst. Wer trauert, leidet. Wer trauert, ist verwundet. So erzählte mir ein 6 Jahre altes Mädchen, dass es seine Mutter vermisst. Sie sei gestorben und jetzt im Himmel bei Gott. Sie wünschte sich, dass ihre Mutter bei ihr geblieben wäre. Und weil sie auf Gott böse ist, möchte sie gerne die Zunge rausstrecken. Dieses kleine Mädchen zeigt uns, wer trauert, dem ist etwas aus dem Gemüt
und aus der Seele gerissen. Der rebellische Widerstand will anfangs nicht wahrhaben, was geschehen ist. Man fühlt sich beraubt und alleingelassen. All die Aufmerksamkeit, die Gedanken und die Liebe richten sich in den fernen und doch so nahen Himmel hinein. Hiob, dem alles genommen wurde, Kinder, Gesundheit, Haus und Hof, er meinte, haben wir nicht Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse auch annehmen? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Er hat Haltung gefunden, jenseits der Frage nach dem Warum. Ein Leben in Dankbarkeit und Klage. So weit sind wir noch nicht. Bei uns heißt es noch oft, haben wir Gutes empfangen von Gott? Wie schön. Und sollten das Böse auch annehmen? Ach, wie schlimm. Der Herr hat es gegeben. Herzlichen Dank. Der Herr hat es genommen. Ja, mal schauen. Mein Kind ist tot. Menschen wollen mich trösten und sagen, ihm geht es gut. Wochen und Monate danach, immer wieder, ihm geht es gut. Dieser Satz ist in mir, er verlässt mich nicht. Aber mir geht es nicht gut. Gott, siehst du das nicht? Ich gönne dir mein Kind nicht. Mein Kind fiel in deine Hände, dessen bin ich mir sicher. Aber was ist mit mir? Wie kann ich dir mein Leid klagen und dich um Trost bitten, wenn du doch derjenige bist, der es verursacht hat? Dein Wille geschehe. Diese Gebetsstelle verschließt meine Lippen und verhärtet mein Herz. Ganz undeutlich taucht manchmal ein Bild auf. Weit unter mir, von Wolken umhüllt, schweben Gottes Hände. Doch der Weg ist weit und mir unbekannt. Mein Kind ist bei dir, Gott, aber ich will ihn hier bei mir haben. Ich stehe vor einem Problem, das ich nicht lösen kann. Egal, was ich tue, egal, was mir einfällt, machtlos bin ich, hilflos ausgeliefert. Wem ausgeliefert? Meinem Schmerz, meiner Traurigkeit, meiner Sehnsucht, meiner Liebe und meiner Wut über das Unabänderbare. Du bist da. Das weiß ich. Aber alle meine Vorstellungen über dich stimmen nicht mehr. Für mich warst du immer dieser liebende Gott. Der Gott, der die Macht hat, über Leben und Tod zu entscheiden. Dass du dich dafür entschieden hast, mir mein Kind zu nehmen, kann ich nicht verstehen. Willst du mich prüfen? Welche Aufgaben, welchen Weg hast du für mich vorgesehen? Sprich mit mir, Gott. Ich habe von einem Mann gelesen, der am Ende seines Lebens ganz fasziniert war von zwei ganz erfolgreichen Trapezen. Der Mut, das Wagnis hoch oben im Zirkuszelt ohne Sicherungsseil
und mich aus der Luft angeln, wenn ich mit hohen Augen auf ihn zufliege. Wie klappt das immer? Fragte er ihn. Nun, sagte er, das Geheimnis besteht darin, dass der Flieger nichts tut und der Fänger alles. Wenn ich auf ihn zufliege, muss ich bloß meine Arme und Hände ausstrecken und darauf warten, dass er mich auffängt. Und Sie tun dabei nichts? Erwiderte er ziemlich überrascht. Nein, gar nichts, wiederholte der Trapezflieger. Das Schlimmste, was der Flieger tun kann, ist, nach dem Fänger greifen zu wollen. Aber ich soll ja nicht den Fänger auffangen, sondern er mich. Würde ich nach seinen Handgelenken greifen, könnte ich sie brechen. Oder er könnte die meinen brechen. Und das wäre für uns beide das Aus. Ein Flieger soll nichts als fliegen, ein Fänger nichts als auffangen. Und der Flieger muss mit ausgestreckten Armen völlig darauf vertrauen, dass sein Fänger im richtigen Augenblick nach ihm greift. Nach dieser Geschichte kam mir in den Sinn: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Sterben heißt, völlig auf den Fänger vertrauen. Und wenn man sich eines Sterbenden annimmt, sagt man zu ihm, hab keine Angst. Denke daran, du bist Gottes geliebtes Kind. In seine Hände wirst du fallen. Ich möchte euch nun einladen, in eurer eigenen Deutung, eurer persönlichen Trauer, ein Licht der Hoffnung zu unserem Regenbogen zu tragen. Lasst uns mit diesem Licht ein Zeichen der Gemeinschaft, der inneren Verbundenheit und der Liebe zu unseren Kindern setzen.
Lass uns spüren, dass die Liebe zum Leben auf dieser unheilen und leidvollen Erde die Begründung darin findet, dass wir für uns von dir geborgen und geliebt wissen. Du, unser Gott, wir bitten dich für uns. Gott, wir danken dir, dass wir heute hier zusammengefunden haben und dass wir verbunden sind in der Liebe zu unseren Kindern sowie im Schmerz über ihren Tod. Wir bitten dich um Hoffnung und Trost für unsere Zukunft und um Kraft und Stärke im Glauben an dich für unseren Weg. Amen. Alle von Ihnen sind beteiligt an dem Tod eines der Kinder. Und trotzdem hat auch jeder von Ihnen seine ureigene Geschichte mit diesen Verstorbenen, die man nicht vergleichen kann mit der Geschichte desjenigen, der rechts oder links neben Ihnen sitzt. Im Rahmen dieses Erinnerungsgottesdienstes möchte ich Ihnen nun einige Fragen stellen und ich lasse Ihnen nach jeder Frage ein paar Sekunden Zeit für Ihre stillen Antworten. Vielleicht gelingt es ja, dass sich Ihr Leben und das der verstorbenen Kinder einander begegnen. Wenn Sie jetzt Augen schließen und sich ein Bild machen, ein inneres Bild von Ihrem Kind. Wie sieht es aus, dieses Foto? Was war die Besonderheit Ihrer Beziehung? Welche Charaktereigenschaft Ihres Kindes war Ihnen besonders wertvoll? Gab es ein gemeinsames Erlebnis, das Ihnen in besonders guter Erinnerung blieb? Und wo hat die
vielleicht auch kleine Ecken und Kanten, so wie jeder unserer Menschen auch. Was konnte ihr Kind überhaupt nicht leiden? Zu welchem Freund oder zu welcher Freundin hatte ihr Kind eine besondere Beziehung? Wofür würden Sie Ihrem Kind jetzt am meisten Dankeschön sagen? Und zum Schluss, was wünschen Sie sich für Ihr Kind von dem Gott, an den Sie glauben? An dieser Stelle möchte ich Sie nun erinnern daran, dass wir am Ende des Gottesdienstes Sie einladen, dass Sie Gebrauch machen, einen Stern zu beschriften, der da hinten hängt und ihn auch dann zurückhängt an diesen Tannenbaum. Diese Sterne werden aufgehoben und dann im Osterfeuer im nächsten Jahr gemeinsam verbrannt, in der Hoffnung, dass eben das, was da draufsteht, aufsteigt zu dem Gott, an den wir glauben. Herr unser Gott, ich bitte dich, segne alle Menschen hier, die ihre eigene Geschichte vor dein Kreuz getragen haben. Segne diesen Baum, der jetzt die Sterne bald trägt mit dem, was draufsteht, und segne das, was da draufsteht, diese Wichtigkeit, die die Eltern dir anvertrauen, um darum zu bitten, dass das in Erfüllung geht. Und so segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Gott, du bist der, den ich angefleht und auch von dem ich mich niedergeworfen hatte. Wie oft waren wir zu zweit und zu dritt in deinem Namen zusammen und haben dich angerufen. Ich musste auf grausame Art lernen, dass weder die Anzahl noch die Intensität der Gebete eine Garantie zur Erfüllung unserer Wünsche sind. Du bist aber auch der Gott, der selbst mich aushält. Dieser Gott, der sich von mir anklagen und wehklagen lässt. Du bist aber auch der Gott, der geduldig vor der Tür meines Herzens stehen blieb und wartete, bis ich ihn wieder hineinließ. Heute weiß ich, ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hand. Schicksalsschläge sind die Gelegenheit, seelisch zu wachsen. Man kann nicht seelisch wachsen, wenn man in einem wunderbaren Blumengarten sitzt und sich von jemandem auf einem silbernen Tablett das großartigste Essen servieren lässt. Aber man wächst, wenn man krank ist, wenn man Schmerzen hat, wenn man einen schrecklichen Verlust entgegennehmen muss. Man wächst, wenn man nicht seinen Kopf in den Sand steckt, sondern wenn man den Schmerz annimmt und ihn zu begreifen sucht. Und zwar nicht als einen Fluch oder eine Bestrafung, sondern als Aufgabe für sich
um damit einen ganz bestimmten Zweck zu erfüllen. Jeder für sich muss seinen Weg finden, um den inneren Frieden zu finden. Vielleicht ist Gott noch nicht zu allen vorgedrungen. Aber wir sind hier heute in einem Gotteshaus zusammengekommen, um unsere Kinder zu gedenken. Also ist Gott kein Fremder mehr. Er ist die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit unseren geliebten Kindern. Und dass die Kinder nicht weit weg von uns sind, beweisen uns doch die vielen Zeichen, die wir von ihnen erhalten. Und so ist es auch, dass unser Sohn Stefan derjenige ist, der mir die Hand führt, wenn ich diese Gottesdienste schreibe. Er ist meine Inspiration. Und er war es auch, der mir vor einiger Zeit in der Nacht etwas gesagt hat, das mich zu diesem Text, zu unserem heutigen Gottesdienst veranlasst hat. Er sagte: Der Tod ist kein Abschied. Er ist ein Wiedersehen. Danke, Marlene, dass du mich berührt hast. Engel, 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 Eng
Wir möchten uns ganz herzlich bei der Chor-Bianco-Flotte von der Kolping-Familie Kerich unter der Leitung von Thorsten Schamborski und heute zum ersten Mal von der Empore ganz herzlich bedanken. Seit einigen Jahren begleitet ihr schon unseren Gottesdienst und es berührt uns immer wieder, eure tollen Stimmen zu hören. Danke, dass ihr es immer wieder möglich macht.
Oh nein, kann ich das nicht machen.